Yo, hallo und willkommen zurück. Hier ist Vitalize und mit mir dabei ist der Kollege Scout. Hallo und Vitalize, schön, dass ich heute wieder mit dabei bin und schön, dass wir in der Pause 1, 2, 100 Zigarettchen geraucht haben. Ja, ich hab Schnupfen. Links oder rechts ran? Links oder rechts? So, das dazu. Oh, ja, ist, ist eigentlich egal. Brücke machen wir nicht. Wir können doch hier unten lang gehen, okay. Natürlich. Dann machen wir das. Ja, sehr erfolgreich. Meine ja, F-Gold. Ein paar Saphiros. Ja, lieber, so. Vielen Dank für die tollen Zugriffszahlen auf den ersten Videos. Ja, hört nicht auf Scout. Hört nicht auf Scout. Wir sind immer noch in der ersten Aufnahmesession im Prinzip. Was ist das denn hier? Ja, gute Frage. Ja, wie? Ja, wie? Da verarscht uns das Spiel auch noch nach Strich und Faden. Na toll. Das ist doch gut. Also, warte, waren wir hier links schon? Schau doch einmal nach, ja. Weil es doch gut, wenn da eine Sackgasse ist, sonst haben wir zu viele offene Wege. Hier waren wir aber noch nicht gewesen. So, einiges an Chrom, was wir hier finden. Hier oben geht's nicht weiter. Jawohl. Jawohl, Sir. Alles klar. So. Oh. Aber der reagiert extrem auf diese Blitze, ne? Da geht er super down. Ne? So, perfekt. Weg, das ist weg? Der Werfer hier die ganze Zeit. Der ist die ganze Zeit gewirkt, ey. Ja, komm mal her, du. Das war dein Pech. So. Schon wieder gut Stuff, finde ich gut immer. Oh, da ist noch jemand. Da ist noch ein Kollege. Und hier ist noch Geld. Ah, hier geht's weiter runter auf die siebte Etage. Okay, gut zu wissen. Hier sind noch so einige aufgestanden. So. Da ist was? Ah, ja. Sehr gut. Alles klar, ich bin immer gespannt. Es wird immer verwinkelter und irgendwann muss ja der Endgegner hier kommen. Ja, also ich habe eine Pause gerade, also eine Pause ist ja die gleiche Aufnahmesession, aber eine Pause haben wir gerade eingelegt. Da habe ich aber mal gegoogelt und der erste Dungeon, der hat 217 Etagen. Na gut, dann ist das Spiel zu Ende. Und danach kommt man wieder in die Stadt zurück und muss dann da aber noch mit dem Bürgermeister reden. Achso, das ist ein Rätsel, habe ich gesehen. Ah, ja, okay. Ja, rätsel du mal, da haben die Leute wenigstens was zu sehen. Also wenn ich das mache, man sieht nichts. Ja, ich überlege, ob ich gerade auf dem richtigen Weg bin. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, das weißt du doch. Ja, natürlich, das weiß ich wohl. Sicherlich. Sicherlich. Kann man sich sicherlich besser unterhalten. Scout. Mann, komm. Klappt das oder bin ich jetzt völlig falsch? Ah, dann den runter. Ja, das haut hin, okay. Sehr gut. Ja, ich weiß auch gar nicht, was diese komischen
Dinger sollen, die man sich da, die so auch vor die Türen fallen. Hier ist bloß so ein scheiß Raum mit den Upgrade-Dingern. Klar, ich könnte mein Schwert jetzt noch höher bringen. Ah nee, das ist zum Sockeln. Ah, okay. Aber nur um die Farbe zu ändern. Ja, ja, eben. Das habe ich ja eben. Da habe ich ja eben schon gefailt. Gut, dass wir dafür die. Das Rätsel. Ich schlüpfe ihn jetzt. Ja, echt. So, aber es ging ja rechts noch weiter. Halt, das Gold, das nehme ich schon mal. Es durfte zwar eigentlich nicht verschwinden, aber. Es ging weiter noch? Ja, ich meine ja. Ja? Ja. Echt Schnüpfchen, das ist echt scheiße jetzt. Nee, wo soll es denn hier noch weitergehen? Ist hier sicher, Scout? Also, ich bin mir halt nicht sicher, darum. Von hier kommen wir, ne? Ich wüsste nicht wo. Ja, von hier. Ja. Huch! Kommt der jetzt her? Aus dem Boden. Hat sich gelohnt, so. Ja, hier oben, siehste? Gut aufgepasst. Das ist zwar nicht rechts, aber. Wie, das ist nicht rechts? Von der Position eben war es rechts, ja. Ich gehe ja immer von dem mittleren Raum aus. Und da war es ja jetzt oben, ne? Gott, was rede ich gerade für einen Schwachsinn? Aber es, ich habe keine Ahnung. Das bist du ja gewohnt. Ja, ja, echt. Ach, gut, gut. Diamanten hier. Oh, ein Spielchen. Oh, oh, oh. Kanzel? Da müssen wir erst kämpfen. Kanzel? Der Kanzel? Komm, wir machen jetzt erstmal den Raum leer, oder? Ja, ja, klar. Das war's. Mal gucken, ob hier irgendwas noch hochkommt. Nö. Bei dir kommt ja selten was hoch. Ja. Ja. Achso, das sind andere. Mist. Sehr gut. So. So. Das geht leider nicht. So. Ich glaube, jetzt kann ich nicht weitermachen, ne? Schade. Doch. Oh. Geht immer weiter, wenn das. Sonst ist das Spiel beendet. Bei mir ist es beendet. Mir natürlich noch nicht, weil ich immer besser bin als du. Du bist einfach viel langsamer. Nee, glaube ich nicht. Doch, glaube ich wohl. So. Ja, genau. Komische Räume hier, ne? Ja. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was diese blöden Haufen da vor den Türen sollen. Das ist irgendwie total sinnlos. Wir müssen die ja kacken. So, hier kommen wir her. Ich gucke aber lieber noch mal kurz nach. Ja, hier ist der Verkäufer. Warte mal, das kann ich ja mal schnell verwenden. Und zwar, ich habe hier was, okay, Schönes gefunden. Das Bellbook oder ich weiß jetzt nicht genau. Magical Damage. Warte mal gerade, ich habe was vor. Ja, ja, mach du mal. Ich guck mal, ob wir schon mal waren. Ich tausche mal gerade was gegen mein Spellbook aus. Das bringt ja eh nichts, das Spellbook. Das ist sowieso für den Arsch. Gegen eine andere Fernkampfwaffe, und zwar meinen ersten Stab. So, 20, 20, 6, 20. Okay. Das gehört natürlich immer dazu, dass man auch vergleichen muss bei so einem Spiel. 5, das ist 13. Abduction, 4 Armor und Max Range. Da, dann nehmen wir auch den hier. Mit den Fireball Staff habe ich. Den Bogen, ganz viele Bomben. Level 5 Schild. Rage Max, auch nicht schlecht. Mana Max brauche ich auch, ist besser. Ansonsten alles beim Alten, alles gut eigentlich. Ja, ja. Ninja Outfit. Ah, Ringe haben wir noch gefunden, okay. Ja, so habe ich den wieder nicht an. So habe ich den nicht an.
Oh, 19% Gold finden. Das ist natürlich sehr geil. Direkt mal anziehen. Aber den habe ich ja eben angezogen. Komisch. Sehr merkwürdig. Egal. Habe ich eigentlich noch Skillpunkte eigentlich noch übrig? Ja, available 2. The requirements for the pushers skill. Was? Das steht auch gar nicht da. Ich gehe schon mal auf die nächste Ebene. Mal schauen, ob sich da was ändert. Nö. Das sind of Rage, Physical Armor. Huch! Huch! Oh ja, physische Armor ist gut. Huch! Da wird auf mich geschossen. Schnell hoch wieder. So, was haben wir denn noch an Skillpunkten? Ich habe aber auch einen Fehler gemacht. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich habe das gar nicht gecheckt, dass man ja links auch noch in die verschiedenen Bäume noch gehen kann. Obwohl, die sind ja alle noch verschlossen. Wie sind alle noch verschlossen? Ja, was bedeuten die Schlösser dahinter, hinter den... Achso, requires 7 Skill Points in Warrior. Also wir müssen es noch ausbauen. Ja, aber ich bin auch in Warrior. Hätte ich nicht von vornherein in Mage gehen müssen? Nee, kannst ja nicht. Du musst Warrior erst ausbauen. Ach so. Nee, ja, nee, doch. Nee, hättest, nee, du, nee. Hättest du vielleicht machen sollen, ja. Ich hätte direkt in Mage gehen können, oder? Sollen, müssen, tun. Ja, dann mach das jetzt. Nee, ich hab schon alles... Ja, wie kann ich das rückgängig machen? Gar nicht, glaube ich. Richtig. Richtig. Gut, ich meine, der Warrior, das ist jetzt nicht schlecht. Also ich meine, ich habe jetzt besseren Schutz, ne? Mehr Schild und alles. Aber ich hätte es natürlich auf Mage, hätte sich etwas mehr gelohnt wahrscheinlich. Also die nächsten Skillpoints müssen auf jeden Fall auf Mage. Jawohl. Da habe ich einen Fehler gemacht. Guck mal hier, Devi. Guck mal. Hier, neu. Ah, sehr gut, ja. Sauberstäbchen. Cool. Leider nicht so stark, weil ich habe da keine Skillpoints draufgesetzt. Naja, gut. Ja, ab jetzt muss ich das machen, also. Jetzt muss ich da drauf gehen. Ich kill den mal gerade, guck mal, ob da noch was ist da unten. Huch! Boah, die sind jetzt stärker auch wieder, ne? Skelette meine ich, oder meine ich das nur? Doch, mal ein bisschen Eindruck, als würden sie ein bisschen mehr Schläge brauchen, ne? Ja. Wir brauchen Schläge. War da unten noch was? Ja, da sind... Ich hab Kisten kaputt gehauen. Geld, ja. Da, warte, da ist noch was. Hier unten in der Ecke hast du schon? Ne, das ist auch noch Geld, danke. Ja. So, hahaha. So nicht. Sehr gut. Da habe ich alles. Gibt ja bestimmt eine Möglichkeit, die Skillpunkte zurückzusetzen. Irgendwie vielleicht in der Stadt oder so. Hinter dir? Jo. Na, fang du ruhig schon mal mit dem Rätsel an. Ich mach den einen hier noch. So, der hat eine Potion fallen lassen und noch irgendwas anderes. Potion. So. Ich finde dieses blöde Rätsel, was total sinnlos ist. Ah, das wurmt mich jetzt ein bisschen, ne? Was denn? Ach, mit den Skillpunkten. Ja. Ja gut, sicherlich. Also es kann quasi jeder in jeden Baum reingehen, ne? Also das habe ich halt nicht gedacht, dass das geht, ne? Habe ich aber auch nicht gesehen. Aber wie gesagt, ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm, ne? Also ich habe jetzt halt eben mehr Heilung durch Herzen. Ich habe bessere Rüstung und besseres Schild. Also alles, ja, was jetzt dem Magier jetzt nicht schadet, ne? Nur ich bin jetzt halt nicht so stark, weil ich auf dem Magier, auf den Skills keine Punkte habe. Warte, bleib du mal oben, ich geh mal unten rum. Hier erscheinen doch bestimmt noch welche da. Hallo? Bleib mal stehen. Ey, der läuft mir weg. Ey, oh, kommst du dir, ey? Cool. Ja. Ja, komm, Mio. Boah, wie viele Etagen hat so dieser erste Dungeon? Ja, die Wahnsinn, Freunde, ne? Zuschauer, ich muss mal sagen, das ist der erste Dungeon, ja? Kurz direkt nach dem Tutorial, ne? Und wir sind schon auf der siebten Etage. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. So, da hinten liegt noch Gold. Oben auch.
Okay, du gehst unten lang. Ja, da war doch sonst nichts, oder? Geht doch nur unten lang. Nein. Oder? Echt? Guck mal gerade, ja, obwohl, warte mal. Guck mal, ob das hier der letzte Raum ist. Ansonsten müssen wir uns wieder treffen, wenn nicht. Nee, okay, hier ist wieder ein Rätsel, dann komme ich jetzt zu dir. Nee, du bist doch richtig, oder? Wir sind doch da am Rand vorbeigegangen, oder? Ich komme zu dir. Ja gut, okay, eigentlich machen wir Brücken immer erst danach, aber egal. Ich komme. Na gut. Dauert leider ein bisschen länger, weil wieder alle Eingänge mit Steinen zu sind. Ja, ja. So. Okay. Ja, genau, mach mal. Oh Mann, hör mal, ich mach jetzt mal umgekehrt. Wenn du das Rätsel, geh ich mal gucken, ob das bei mir nicht der letzte Raum war, weil hier scheint es nämlich echt weiter zu gehen, wo du gerade bist, ne? Ja, Warte mal, ich guck mal gerade hier unten. Wo das? Vielleicht ist nämlich ja hier auch Ende. Deine kleine Fledermaus, die wird den Braten jetzt nicht fett machen. So. Okay, hier ist ja eine Schmiede. Der Raum ist groß, aber ich glaube, hier geht's nicht weiter. Ist relativ groß. Ja, da liegen wahrscheinlich noch Stuff rum für mich, ja, ne? Es geht nicht weiter, Devi, aber hier ist ein Juwelenspiel. Ja, ich komm rum. Ja. Hier aber gibt's auch noch einen Raum, wo es weitergeht, also. Ja, muss und links ist noch mein Händler, da können wir schön noch mal ein bisschen was verkaufen, das ist ja gut. Ja, freue ich mich doch. Ja, ich mich auch. Ansonsten war hier gar nichts. Hier noch einer. Wasser. Harvest. Madame Harvest. So. Ja, sicherlich. Ich finde das cool mit diesem Minigame da eingebaut. Ja, ist lustig, ne? Ja, ist auch gut. Das ist auch gut, dass du jetzt auch die Spielregeln verstanden hast. Und so. Ja, super. Vom Spiel, das jedes Kind auf seinem Nokia Monochrom-Handy hat. Ja, das macht ja nichts, Scout, ne? Das macht ja nichts. Dafür habe ich keinen Magier als Krieger ausgebildet. Scheiße, Epic Fail. Ja, total. Dafür, naja, total ja nicht. Doch, total. Ja, wenn du mich so fertig machst, hast du auch total den Fail gemacht. Das muss man so sagen, ne? Aber nicht. Wie labernett, hör mal. Labernett. Fängst du gleich eine? Okay, das war's. Alt, deine Ecke. Ja, schön, Scout, schön. Aber nochmals resümieren, ich meine, das ist ja jetzt hier die 5. Folge. Wie ihr seht, ihr Lieben, muss man doch resümierend nochmal sagen. Empfehlenswertes Spiel bis hierhin. Es macht auf jeden Fall echt Laune. Ja. Muss man sagen, wirklich. Es macht echt Laune. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, das lobe ich mir natürlich, ne? Klar lobe ich mir das. Natürlich, das lobt man sich ja im Allgemeinen. Ja, sowieso immer. So, jetzt schön verkaufen. Ich nehme wieder alles aus meiner Truhe raus, weil du ja echt alles aufnehmen kannst. Ja, natürlich. Du wolltest ja nur nicht auf mich hören. Ja, in welchem Spiel ist das denn bitte so? Ja, bei Skyforge ist das so. Das hatte ich gegoogelt. Forge Quest, Skyforge? Keine Ahnung. Macht ja nix. So. Shop. Das dann verkaufe ich mal ein bisschen was. Das macht doch überhaupt nichts. Das ist doch nicht schlimm. Ja, den verkaufe ich auch. Super. Oh, Level 6 Schild. Woher hast du denn jetzt einen Verkäufer gefunden? Bist du ein Stückchen zurückgelaufen? Nee, links in dem Raum, wo das Rätsel war, links unten. Wo bist du denn jetzt? Ach so, na, ich stehe oben. Nee. Links unten, da ist ein... Ja. Ja. Guck doch einfach, komm doch einfach zu mir. Wer ist denn damit, hä? Oh, Level 6. Oh. Das hört sich auch, was hier liegt jetzt. Ah, da.
Ah, jetzt ja. Natürlich. Na, aber selbstverständlich. Ja, guck mal, wie schön, dass du sich hinten den Huhn hält, ne? Ja. Ja, da kann ich was verkaufen. Welches Schild nehme ich? 20 mit Sockel, 20 ohne Sockel. Ach, komm, ich nehme das Dieter-Schild. Naja, bei mir ist es ein bisschen komisch, ne? Ich hab manche Sachen, die sind weiß, die sind aber von den Werten tatsächlich besser. Ja, ist komisch, ne? Ja, sogar vom Level manchmal niedriger und trotzdem besser. Schon ein bisschen komisch. Merkwürdig. Allerdings. Ich verkaufe gerade fleißig Sachen. Ja, ich meine, das ist halt immer schön, wenn man immer wieder was Neues bekommt, so, ne? Das hält einen Ballon. Ja, klar, sowieso. Boah, wie viele Kristalle ich mittlerweile hab, ne? Was machen die hier? Plus 4 Armor und Rage Max plus 10. Oh, nehme ich die, komm. So, wir haben Gold, wir haben Mana Max, den brauchen wir nicht. Mana Max. Den brauchen wir auch nicht. 13, 15, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Mana Max. Weapon Damage nehme ich auch weg, komm. Aber wir haben so viele von den Kristallen mittlerweile, ne? Da kann man ruhig wirklich die Waffen auch aufleveln. Ach, Gold. Ja, unten rechts siehst du doch die Grammanzahl vom Gold und Cell Value ist natürlich 10 Gramm. Ja, macht Sinn. 40 Gramm. Boah, das sind viel. 100 Gramm. Okay, ich habe jetzt 5.500 Gold. Das ist schon etwas. Ich weiß gar nicht, wie viel ich Gold habe, aber ich denke mal auch so um den Dreh. So, bist du schon fertig hier unten? Ach, ich bin schon durchs Spiel durch. Scout, wo bist du denn jetzt? Ja, oben, den Raum nach oben, wo es die ganze Zeit schon weitergeht. Ich hatte ja nur den Verkäufer unten nicht gesehen. Wieso spielst du denn weiter? Nein, ich spiele doch nicht weiter. Das würde ich doch nicht tun ohne dich. Ich will dich Scout? Ja auch... Nein, wirklich nein. Von weiterspielen kann keine Rede sein. Alter, das ist ja wohl nicht dein Ernst hier. Nein, wirklich nicht. Wo ich hier ankam, waren die alle tot. Ich würde nicht weiterspielen, ich will dich ja nicht verärgern. Sonst bist du nachher sauer und dann ist die Kacke am Dampfen. So, liebe Freunde, die Folge ist vorbei. Ich muss den Scout zurechtweisen. Die Folge ist heute schon nach 8 Minuten vorbei. Nee, wir haben 22. Weil ich etwas sauer bin. 22 Minuten sind rum. Liebe Nein, Freunde! Ich brauch dich, ich bin tot! Nein! Ja, das ist mir ziemlich egal. Das ist mir ziemlich egal. Ah, cool, lustig hier die Sachen. Bitte auch. Hilf mich auf, schnell! Cool, hier ist ja ganz viel Stuff hier. Nein, ich sterbe! Oh, das war knapp. Ja, liebe Freunde, danke schön fürs Zuschauen. Seid auch bei der nächsten Folge Forge Quest wieder mit dabei. Wir freuen uns auf euch. Tschüss! Bis dann, wir nehmen den hier noch mit, ne? Ja, so. Kein Problem. Tschüss! Tschüss!